So, der nächste Arbeitsgang. Zwei Eigelb in die Rührschüssel. So, und ein Teelöffel Senf. Ganz, ganz wenig. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Zitronenessig. Schneebesen. Ui. Da ist er. Jetzt gut. Rühren. Jetzt kommt das Öl. Wir schlagen jetzt da das Öl rund. Ich nehme mal ein Traubenkernöl. Weil das Olivenöl manchmal ein bisschen schwer kommt. Ganz wenig am Anfang. Wichtig ist bei der Mayonnaise, alle müssen gleiche Temperatur haben. Der Senf, die Eier und das Öl. Sonst geht es nicht. Also alles gleiche Temperatur. Rechtzeitig aus dem Kühlschrank die Eier rausnehmen. Und alles gleiche Temperatur. Und jetzt wird es so fester. Immer Achter schlagen. Man schlägt Achter. Jetzt kommt sie schon langsam. Jetzt kommt noch mehr. Momento. Bleibt da. Je mehr Öl ich jetzt reingebe, desto fester wird die Masse. Jetzt kommt sie, ne? Schau an. Noch ein bisschen. Der Rest essen wir morgen. Verdammt, der mit dem Licht. Siehst du, wie sie kommt? Siehst du? Jetzt sieht sie schon gut aus, gell? Das war unsere Blitzmayonnaise. Zack, zack, zack. Achter schlagen. Eine kleine Geschmacksprobe. Und braucht noch Salz. Salz hat sie ja keins gekriegt, kriegt sie jetzt. Aber da die Kartoffelpaste ein bisschen viel Salz hat, machen wir hier langsam. Und die Kapern haben auch Salz. Also schau, Mayonnaise ist fertig. Gut zu sehen, ja? Okay.